Gott, ich will mein Kaufverhalten-Video von Mai, Juni und Juli machen. Ich muss sagen, ich war wieder ein bisschen schleißig mit dem Aufschreiben. Werde aber versuchen, ab August wieder ein bisschen besser mit dem Aufschreiben zu sein. Ich habe auch leider nur eines, das ich euch zeigen kann, weil ich muss sagen, von den meisten gibt es ein Haul. Und das ist das Einzige, was ich noch gefunden habe in meiner Kiste. Ja, und es ist verdammt staubig, weil ich es jetzt schon länger nicht mehr in der Hand gehabt habe. Ich habe mir ein Buch gekauft, Tote Mädchen lügen nicht. Ich habe mir ja die Serie davon angeschaut. Und die Serie war mega geil. Und deswegen habe ich mir das Buch einbildet. Ich habe das um 3,49 irgendwo gekauft. Ich glaube, Thalia war das. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Und ja, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Die Serie überhaupt und Bücher und generell. Also ich war ziemlich bücherkauflastig in den letzten 3 Monaten. Also wir haben ja Mai, Juni und Juli. Im Mai habe ich 118,75 ausgegeben. War mit 18... Habe ich jetzt 100 oder? Ich glaube, ich habe mich vorher verrechnet bei dem... Da habe ich jetzt nämlich 100, also 50 als... Na, wie sagt man das? Als... Guthaben gerechnet, weil ich ja runtergehe mit dem Guthaben von dem, was ich habe. Was jetzt nicht wirklich viel Sinn gemacht habe, aber wurscht. Da habe ich jetzt noch die 100-Euro-Grenze und ich will ein bisschen runterschrauben mit der 100-Euro-Grenze. Ich habe da im Mai nur DM-Haul und Müller-Haul stehen. Habe auch nichts bei den Anmerkungen hingeschrieben im Juni, im Mai, sorry. Ich muss aber sagen, ich war schon braver. Also es ist ist schon viel besser geworden als früher. Im Juni habe ich nur 105,22 ausgegeben. Mit der 100-Euro-Grenze war ich 5,22 nur drüber. Also war es relativ okay. Ich war ja beim Müller, beim NYX, habe mir die Bücher gekauft und bei Mi Frochet. Also nur Sachen, die ich auch wirklich brauche. Wirklich. Also außer ein paar Sachen, so wie ihr in den Haul-Videos gesehen habt. Aber die meisten Sachen habe ich wirklich nur gekauft, wenn ich sie brauche. Dann war ich ja im Juli beim DM und beim Douglas. Und beim Douglas habe ich mir ja damals, weil ja ich diese Douglas-Karte habe, dieses Ding hätte, glaube ich, 65,95 oder so kostet, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich habe aber 62,65 zahlt für die Biotherm Essence, die, was ich unbedingt haben wollte. Ja, DM-Haul, glaube ich, wäre jetzt nicht so notwendig gewesen, aber ich habe das meiste euch sowieso in dem Haul-Video gezeigt, kann ich euch gerne unten verlinken, wenn ihr wollt. Ja, da habe ich jetzt, wie gesagt, wieder die 50 Euro Guthaben, weil ich ja, da war ich echt brav. Ich habe mir nur ein paar Sachen gekauft. Ich habe in letzter Zeit nicht mehr so Bock. Ich war vor kurzem mit der Mi noch beim DM und öfter auch allein und habe mir nie irgendwas mitgenommen, außer halt Sachen, die ich brauche, diese Bodenwischtücher oder sonst irgendwas. Aber ich habe mir nie irgendwas so... Außer die Sachen, die ihr im letzten Haul gesehen habt. Diese Badezusätze und das. Aber ich habe halt keine Sommerbadezusätze mehr. Jetzt habe ich mehr als genug, aber es gab eine Zeit lang, wo ich gar nichts mehr gehabt habe. Und ich bin stolz auf mich, dass ich nur noch die Sachen kaufe, die ich auch wirklich haben will. In letzter Zeit funktioniert das echt gut. So wie im August mit der Minimauskette, die ich um habe jetzt. Ja, ich meine, ich habe auch dazu aber dann im nächsten... Kaufverhalten-Video mehr. Ich habe, es ist viel, in die letzten 3 Monate, finde ich, war ich wirklich, wirklich brav. Wirklich brav. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Ich war relativ wenig drüber und ja, deswegen würde ich jetzt nichts Negatives sagen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Kaufverhalten weiterhin mache, weil ich glaube, ich habe mich jetzt schon langsam ein bisschen in den Griff gekriegt. Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem wieder was bestellt, aber dazu dann in einem anderen Video mehr. Ich glaube, ich kaufe mir auch, was heißt ich glaube, ich weiß, ich kaufe mir nur noch die Sachen, die ich brauche. Wenn ich weiß, mir geht was aus, wie mein Gesichtswasser oder meine Reinigungsmilch oder sonst irgendwas, die habe ich ja vor kurzem alle gekauft, die Sachen, die seht ihr auch oder habt ihr schon in dem Haul-Video gesehen. Und deswegen, ich finde es okay, so wie es jetzt ist. Also ich komme mit dem sehr, sehr gut klar und ich werde auch jetzt ab August wieder 3 Monate warten und euch dann wieder auf dem Laufenden halten, wie es wie es dann weitergeht. Aber bis jetzt bin ich wirklich stolz auf mich. Ich habe echt nicht viel ausgegeben und das sage ich. Ich meine, im Mai war bei Müller schon 105 Euro ein bisschen viel, aber die meisten Sachen kaufe ich ja, was ich brauche in letzter Zeit. Und wenn mir halt was ausgeht, aber sonst,
ja, ich wiederhole mich. Mehr kann ich eigentlich eh nicht dazu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Kaufverhalten noch weiterhin mache. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr das findet, aber ich bin mir... Vielleicht mache ich es noch bis Ende des Jahres. Und dann werde ich es in Stillen vielleicht mal weiterführen und euch dann Ende des Jahres Bescheid sagen. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Aber ich habe mir schon ein paar Gedanken drüber gemacht und habe jetzt das mit die 3 Monate halt jetzt gemacht. Und ich glaube, ich werde die restlichen Monate dann sammeln und euch dann ein Update geben, ob ich mich wirklich beherrscht habe oder jetzt wieder nicht. Ich meine, jetzt beim Müller und so habe ich viel ausgegeben. Aber August ist wieder ein bisschen mehr, aber ich glaube, das kommt immer darauf auch an, was einen ausgeht, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe mir auch ein paar Sachen geleistet, zum Beispiel die Oliveda-Sachen habe ich mir jetzt geleistet. Aber sonst versuche ich eben wirklich Sachen aufzubrauchen und mir nichts mehr nachzukaufen, weil ich auch viele Sachen geschenkt kriege. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt genug euch vollgelabert. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet, aber ich habe jetzt wirklich vor, dass ich dann August, September, Oktober vielleicht euch noch zeige und November, Dezember dann Ende des Jahres. Aber ihr könnt es mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Also ich habe so geplant, dass ich August, September, Oktober euch dann noch zeige, Ende Oktober und November, Dezember dann Ende des Jahres erst. Und dann überlege ich mir, ob ich damit noch weitermache oder nicht. Vielleicht mache ich es dann in Stillen weiter. Und gebe euch dann halbjährlich ein Update oder so, aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr das noch interessant findet. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so interessant und mir macht die Videoreihe auch nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Und dann entscheide ich euch, je nachdem wie ihr das wollt, weil ihr müsst euch das anschauen und nicht ich. Also könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!